Geschätzte Damen und Herren, sehr geehrte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, im Namen der Trägerorganisationen vom Berufsbild Polygraph, Syndicom, SINA und WISCOM begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Live-Webinar zu der Revision vom Polygraph EFZ 22. Wir werden den heutigen Nachmittag für Sie aufzeichnen und Ihnen den Film im Anschluss online zur Verfügung stellen. Sie finden die Aufzeichnung dann auf der Webseite vom WISCOM im Bereich Grundbildung, Tools für die Ausbildung in der Rubrik zum Polygraph EFZ 22. Sie werden in diesem Bereich in den nächsten Tagen und Wochen auch weitere Dokumente finden. Dokumente wie die Bildungsverordnung und der Bildungsplan, die im Moment noch in der Warteschlaufe beim Bund sind für die Genehmigung. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen der Josef Wittmer, der Chef Berufsbildung beim SBFI, die Dokumente unterschreibt und wir Ihnen dann die genehmigten Versionen online in allen drei Sprachen zur Verfügung stellen. Den heutigen Nachmittag bestreite ich zusammen mit dem Peter Wissler vom Büro für Bildungsfragen. Das Büro für Bildungsfragen hat uns begleitet in dieser Revision, hat die pädagogische Begleitung gemacht und uns eben auch ganz eng betreut in der Umsetzung und in der Planung und Erstellung von all diesen neuen Inhalten. Auch dabei heute im Backoffice Celine Lederach, Berufsbildung bei WISCOM und der Steff Bossert, der hinter der Kamera steht. Er ist UK-Instruktor, Interactive Media Designer Film und betreut uns heute technisch. Besten Dank denen zwei für die Unterstützung. Und in dem Sinn, glaube ich, steigen wir ein in heutigen Nachmittag in die Revision. Sie sehen auf der nächsten Seite, jetzt haben wir vielleicht eine zeitliche Verzögerung. Sonst müsste Celine schnell eins weiterklicken. Agenda vom heutigen Nachmittag. Das neue QV, dann im Detail und in der Tiefe mit dem Peter Wissler Bildungsverordnung und dem Bildungsplan. Nach meiner Einleitung und nach dem Teil von Peter Wissler würden wir jeweils eine kurze Pause einschalten, dass Sie sich verschnaufen können, sich schnell einen Kaffee rauslassen oder etwas zu trinken holen, bevor wir nachher weitermachen. Was ist neu an dem Polygraph? Und ich glaube, das ist ein zentral wichtige Frage und auch ein zentraler Punkt für Sie als Berufsbildner, für Sie als Berufsbildnerin. Wer heute Polygraphen ausbildet, der kann das auch mit der neuen BIVO machen. Wir haben bei der Erstellung von neuen Inhalten darauf geschaut, dass Sie heute, wie Sie ausbildet, das auch in Zukunft werden können machen. Das heisst, neue Themen, die dazugekommen sind. Ich nehme das Beispiel Film. Das ist so ausgelegt, dass, wenn das nur einen Teil der Unternehmen betrifft, wir das eher an Lernort Schule oder eher an Lernort UK verschieben, so damit Sie auch eine realistische Möglichkeit haben, am Schluss ein QV zu erstellen für den Polygraph. Zum QV kommen wir gerade. Ich möchte zuerst auf die markantesten Neuerungen eingehen. Eine Diskussion, wo wir früher hatten, ist die Frage nach dem Schultag. Bereits in der Branchenumfrage, in der 5-Jahres-Befragung 2018, 2019, hat man gesehen, dass zum Thema Schultag doch ein sehr unterschiedliches Bild sich abzeichnet, was im Moment da auf der linken Seite noch nach einer, oder auf der rechten, Entschuldigung, einigermaßen grosse Mehrheit und Zustimmung aussieht. Wenn man das im Detail geht, anschaut, dann stellt man fest, dass die Schulstandorte, die ein degressives Modell haben, also beispielsweise 3 Tage im ersten Lehrjahr, dann 1,5 und 2 oder wie auch immer in den weiteren Lehrjahren, dass die tendenziell zufriedener sind oder zufrieden sind, ganz im Gegensatz zu denen, die 4,5 Tage und dann 2x1 Tag in die Schule gehen. Da haben wir gemerkt, das Modell, das ist nicht unbedingt etwas, wo der Betrieb in dieser Form passt. Man muss auch dazu sagen, dass uns Kantone darauf hingewiesen haben, im Rahmen der 5-Jahres-Umfrage, dass sie eigentlich unglücklich sind mit diesen unterschiedlichen Schulmodellen, die sie selber mal genehmigt haben. Und das ist
glaube ich, die Schwierigkeit gewesen, zum Thema Schultage, dass wir eben praktisch an jedem Schulstandort einen anderen Umgang und ein anderes Modell hatten, wie man mit diesen Schultagen möchte umgehen. Und die Kantone haben uns einmal durchblicken lassen, dann, ganz am Anfang, dass man da müsste schauen, dass man wieder zu einer Einheit findet. Wir haben die Frage aufgenommen in der Arbeitsgruppe. Wir haben das in der Arbeitsgruppe intensiv diskutiert. Wie könnte eine zukünftige Schultagsorganisation aussehen? Man ist dann mit dem Vorschlag 2-2-1-1 aus dieser Diskussion rausgegangen. Und wir haben dann die Branche im Sommer 2019 nochmal befragt, explizit nur zum Thema Schultage. Und es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass die Variante 2-2-1-1, dass die für grosse Mehrheiten gesorgt hat. Mit anderen Worten, im ersten und zweiten Lehrjahr sind ihre Lernenden 2 Tage in der Schule. Im dritten und vierten Lehrjahr sind die Lernenden 1 Tag in der Schule. Ein neues Element kommt auf der Ebene vom Berufsfachschulunterricht dazu, nämlich das sogenannte schulische Blockmodul. Das ist in der Regel eine Woche pro Semester, wo die Lernenden in der Schule versuchen, im vernetzten Unterricht gewisse Themen zu erarbeiten. Die markantesten Neuerungen in dieser Revision: einmal sichtbar machen von der heute gelebten Praxis. Was bedeutet das? Wir haben heute schon das Thema Marketing im Polygraph, ob man wendet oder nicht. Wenn eine Polygraphin oder ein Polygraph einen Flyer gestaltet, muss er sich mit dem Zielpublikum auseinandersetzen. Er gestaltet anders oder sie gestaltet anders, wenn das Zielpublikum ein Altersheim ist und wenn das Zielpublikum ein Jugendtreff ist, dann sind das komplett andere Anforderungen an die Typografie und an die Schriftgröße. Und dementsprechend ist das Marketing-Thema. Und dem Marketing-Thema haben wir als Beispiel für das Sichtbarmachen von der heute gelebten Praxis ein Gesicht gegeben in Form von einem eigenen Handlungskompetenzbereich. Über das Schulmodell habe ich Ihnen schon alles erklärt. Es gibt keine Fachrichtungen und keine Schwerpunkte mehr in dieser neuen Ausbildung. Und mir ist bewusst, dass die zwei Begriffe etwa mal für Verwirrung sorgen. Ich kann Sie beruhigen, wir müssen die Verwirrung gar nicht mehr aufklären, weil es weder Fachrichtungen noch Schwerpunkte gibt im neuen Polygraph. Also alles, was Sie heute kennen, mit einem Schwerpunkt Print und Screen, ist hinfällig. Die Arbeitsgruppe ist ganz einfach davon ausgegangen, wenn ein Polygraph Daten ausgibt für ein Medium, spielt es keine Rolle, was für ein Medium das ist. Der Polygraph kann die Daten einfach ausgeben. Das bedeutet, dass sich der Polygraph mindestens auf der Ebene vom Berufsfachschulunterricht auch mal in engen Grenzen mit der Programmiersprache muss auseinandersetzen. Weil eine Polygraphin muss wissen, wenn man Daten weitergibt, kann man dann so ein bisschen auf Augenhöhe mit einem Informatiker, mit einem Mediamatiker oder Interactive Media Designer diskutieren und steht nicht ganz im Regen, weil einem Kenntnis, mindestens die rudimentären, zu der Programmiersprache fehlen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die zweite Landessprache. Wir haben gemerkt, in der 5-Jahres-Befragung, die zweite Landessprache ist in den Betrieb kein Thema mehr. Weder in der Deutschschweiz noch in der latinischen Schweiz, also in der Romandie oder im Tessin. Uns war aber auch bewusst gewesen, und das hat man gesehen, mit wenigen Rückmeldungen allerdings, dass gerade in den Grenzkantonen das vielleicht ein bisschen differenzierter angeschaut wird. Allerdings haben sich erstaunlicherweise sehr wenig Betrieb im tiefen einstelligen Bereich gemeldet zu dem Thema und haben das Gefühl, man müsste es beibehalten. Der Großteil der Betriebe in der Schweiz, in allen 3 Landesteilen, war der Meinung, die zweite Landessprache braucht es nicht mehr. Die zweite Landessprache braucht es mindestens nicht mehr in der Form, wie man sie heute kennt, im Fachunterricht, bleibt sie aber erhalten. Konkret bedeutet das, dass auch in Zukunft eine Polygraphin muss wissen, was ist der korrekte Abstand bei Interpunktionen, welche Anführungszeichen gelten im Text, im Französischen oder allenfalls im Italienischen oder im Deutschen, je nach Landesteil, wo man muss anwenden. Wir haben eine Komponente Fachenglisch, die wir wieder einführen. Allerdings anders, als Sie das bisher kennen, das Fachenglisch nicht mehr als eigene Handlungskompetenz, sondern Englisch, englische Sprachkompetenz, immer dort, wo das Sinn macht bei einem Leistungsziel, beispielsweise im Zusammenhang mit einer Recherche, die man macht. Das wird in den Schulen so vermittelt. Der Polygraph bleibt
im Grundsatz das Berufsbild, das in der Tiefe sich mit allen Belangen der Dokumentenerstellung auskennt, wo eben Typografie, Bild und Gestaltung beherrscht. Und das macht dann einmalig, das ist ein USP, den der Polygraph mitbringt, wo in dieser Form und in dieser Tiefe auch kein anderes Berufsbild hat. Und dann sicher auch eine Spezialität und etwas ganz Neues ist das QV mit einem vorgezogenen Prüfungsteil im siebten Semester. Ich werde gerade im Anschluss noch ein bisschen vertieft auf das QV eingehen, dann mit einer individuell praktischen Arbeit im achten Semester, mit einer Berufskenntnisprüfung, wie Sie sie heute kennen, und mit einer Erfahrungsnote, die sich zusammensetzt aus einer Schulnote und aus einer UK-Note. Ich gehe nicht vertieft auf die sechs Handlungskompetenzbereiche ein. Der Peter Wiesler wird das noch ein bisschen vertiefter streifen in seiner Präsentation. Mir ist wichtig, dass Sie sehen, und das ist auch der Arbeitsgruppe ein grosses Anliegen gewesen, man soll den heutigen Prozess, den Workflow von einem Produkt in einem grafischen Betrieb möglichst gut, so gut als möglich und so gut, als dass uns das eben die Rahmenbedingungen, die das SBFI setzt, und die sind relativ eng, ermöglichen, möchten wir doch, oder sind, haben versucht, da Ihnen einen Ablauf aufzuzeigen mit einem Handlungskompetenzbereich, der für Sie ein bisschen logisch ist. Dann das neue QV. Ich glaube, das neue QV muss man ein bisschen intensiver diskutieren. Das Qualifikationsverfahren hat schon beim heutigen Polygraph Branche ein bisschen gespalten in Befürworter und Gegner. Wir haben uns da Überlegungen gemacht, wie könnte das neue QV aussehen. Da gibt es verschiedene Punkte, wo man darauf eingehen möchte. Der erste Punkt ist die Lerndokumentation. Eine Lerndokumentation ist laut dem Berufsbildungsgesetz und laut jeder Berufsbildung oder laut jeder Bildungsverordnung in diesem Land und für jeden Beruf ein verpflichtend zu führender Nachweis über das Lernen im Betrieb. Wir wissen alle zusammen, dass das wahrscheinlich im Moment ein bisschen stiefmütterlich gepflegt wird. Wenn man so ein bisschen den Blick aus dem Garten rauswirft und in den Nachbarsgarten schaut, andere Berufe anschaut, dann sind die teilweise deutlich weiter und deutlich konsequenter unterwegs, als wir das heute kennen in der grafischen Industrie. Und da geben wir Gegensteuer. Das bedeutet, das QV fängt eben tatsächlich am ersten Tag der Ausbildung an. Die Lernenden müssen mindestens 24 Lerndokumentationen verfassen in diesen 4 Jahren. Das ist eine überschaubare Anzahl grundsätzlich. Und die führen die Lerndokumentation im C4. Nochmal für das allgemeine Verständnis: Eine Lerndokumentation beschreibt etwas, was der Lernende im Betrieb lernt. Eine Fertigkeit, die er lernt während dem praktischen Arbeiten mit einem Kundenauftrag. Es ist also nichts Schulisches und es ist auch nicht unbedingt das UK-Wissen. Aber wir werden alle Lernenden im ersten UK instruieren und mit den Lernenden auch die erste Lerndoku schreiben im C4, damit sie den Prozess kennenlernen, damit sie wissen, wo im C4 mache ich das und was gehört in eine Lerndoku rein. Sie als Berufsbildnerin oder als Berufsbildner kontrollieren und besprechen die Lerndoku im Rahmen der Semestergespräche. Die Lerndoku wird am Anfang der IPA durch die Lernenden an die Experten via Mausklick im C4 eingereicht. Eine Lerndoku wird nicht bewertet. Das ist auch ganz wichtig, dass Sie das wissen. Es gibt keine Noten für die Lerndoku, das wäre nicht zulässig. Aber die Lerndoku dient den Experten als Vorbereitung für das Fachgespräch und als Vorbereitung zum Fragestellen in dem Fachgespräch. Das Fachgespräch, das ein Element ist im Rahmen der IPA. Andere Berufsgruppen zeigen das exemplarisch. Lernende, die mehr als die 24 Lerndokus schreiben, sind in diesem Fachgespräch deutlich im Vorteil. Der vorgezogene Prüfungsteil. Uns ist ganz wichtig, dass Sie wissen, es ist keine Teilprüfung oder keine Zwischenprüfung. Es ist ein Prüfungsteil im Rahmen der Schlussprüfung, praktische Arbeit, die man vorzieht ins siebte Semester.
Irgendwo zwischen Dezember und vielleicht Februar sollte das stattfinden. Der vorgezogene Prüfungsteil findet zentral auf Wunsch der Kantone zentral geprüft statt, hier am Wyss Campus in Aarau. Er dauert 7 Stunden. Die Aufgabenstellung ist für alle identisch. Alle machen das Gleiche. Auch das war ein Wunsch aus den Arbeitsgruppen heraus. Man hat gesagt, es braucht einmal eine Hürde, wo alle drüber gumpen müssen. Und die Hürde ist für alle gleich. Weil wir im nächsten Prüfungsteil in der IPA sehr individuell unterwegs sind, kann man so gewährleisten, auch wenn Sie nachher eine Polygraphin oder einen Polygraph nach der Lehre anstellen, dass Sie wissen, die Mindesthürde der vorgezogenen Prüfung, die hat sie oder er erfolgreich gemeistert. Prüft werden allgemeine Grundfertigkeiten. Sie finden dazu Details nachher in den Ausführungsbestimmungen zum QV und auch in der Bildungsverordnung. Nochmal, die Prüfung ist Teil der Position praktische Prüfung der Lehrabschlussprüfung. Der Teil zählt dann 30% zu dieser Position. Die IPA selber zählt 70%. Weil das ein Teil ist und keine eigene Position, tut man nach dem Abschluss von dem vorgezogenen Prüfungsteil die Note auch nicht eröffnen durch die Prüfungsorganisation, sondern sie wird lediglich bekannt gegeben und ist erst ganz am Schluss rekursfähig mit der Eröffnung der QV-Note. Position praktische Prüfung als Ganzes mit dem vorgezogenen Prüfungsteil und mit der IPA ist eine Fallnote und muss zwingend mit 4,0 bestanden werden. Wer die praktische Prüfung nicht besteht, wiederholt immer beide Prüfungsteile vollständig. Dann noch zum eigentlichen Gesellenstück zu dieser IPA. Die IPA die wird nachher in der Bewertung Soll- und Kann-Kriterien beinhalten. Wir haben das jetzt im Medientechnolog so entwickelt. Und das bedeutet, dass wir Zollkriterien eben so werden festlegen, dass jeder Betrieb die realistisch erfüllen und durchführen kann. Und das ist dann der Pflichtteil. Und dann gibt es einen Kürteil mit Kann-Kriterien, wo man auch festlegt, was das kann sein kann. Und aus dem Katalog von Kann-Kriterien können Sie dann für Ihre IPA vom Lernenden, von der Lernenden weitere Punkte hinzufügen. Sie sehen hier visuell eine Übersicht über den Ablauf des Qualifikationsverfahrens. Es ist ein Draft. Die Arbeitsgruppe QV die hat sich noch nicht getroffen. Das ist auch noch nicht nötig für die Genehmigung von einer Bildungsverordnung. Wir werden aber relativ schnell die Rahmenbedingungen der IPA festlegen. Wir haben auch schon bereits mit der Arbeitsgruppe für den vorgezogenen Prüfungsteil im 7. Semester erste Gespräche geführt, damit wir früh dran sind, dass die Lernenden sich auch früh einstimmen können und wir vielleicht dann sogar eine Probeprüfung anbieten, so dass wirklich alle vor dem ersten QV im Sommer 2026 wissen, was auf sie zukommt. Sie sehen auf dem Zeitstrahl die typischen Zeitabschnitte von einer IPA. Das ist nicht anders für uns wie andere Branchen. Wir haben Erfahrung mit dieser Prüfungsform beim Medientechnolog, wo die IPA neu dazukommt, beim Bindetechnolog und Druckausrüster. Wir machen beim Interactive Media Designer so eine Prüfung und wir machen auch beim Printmedia Praktiker eine IPA. Also es ist nichts Neues. Es ist aber selbstverständlich für den Polygraph ein neues Element. Sie sehen, Mitte Januar kommen Sie die Aufforderung über vom Chefexperten oder der Chefexpertin, zum Prüfungsunterlagen auszufüllen und dann einzureichen. Dann als Position 2 die VPA, wo Ihren Lernenden irgendwo Ende Januar absolviert. Dann erfolgt als nächstes ca. Mitte Februar die Anmeldung zu der IPA. Das machen Sie als vorgesetzte Fachkraft zusammen mit der Kandidatin oder dem Kandidat zum Chefexperten. Sie geben dort auch die Aufgabenstellung ein, also was Sie im Groben im Sinn haben. Sie müssen nicht zwingend schon sagen, dann kommt der Auftrag Müllertransport mit einem 8-Seiter, den man umbrechen muss. Aber Sie können sagen, wir schauen, dass es eine Aufgabe gibt, mit einem 8-Seiter, mit einem vielleicht noch einer speziellen Bildaufgabe, wo man Retuschen machen muss und so weiter. Also sie tun mehr
den Rahmen definieren, was sie möchten eingeben, ohne dass sie konkret eine Arbeit eingeben. Wenn sie natürlich eine Arbeit kennen und die schon parat haben, ist auch das nicht verboten, bereits zu machen. Es kann sein, dass sie vielleicht noch eine Korrektur überkommen vom Chefexperten, bevor die IPA bewilligt wird, dann erfolgt die Genehmigung. Und damit die Vorbereitung etwa Mitte April. Auch Mitte April gibt dann ihren Lernenden die Lerndokumentation, die ich eingangs darüber geredet habe, im Chefexperten oder der Expertin ab. Und dann ist der Start Mitte April mehr oder weniger, das ist ein bisschen individuell festlegbar, von dieser IPA. Der kantonale Experte oder das Expertenteam ist es meistens, kommen ein- bis zweimal vorbei. Nicht zum Start und nicht am Schluss, die sind einmal mitten drin, irgendwann einfach da. Und dann gibt es am Schluss von den Experten, etwa im Mai, die Abgabe der gesammelten Unterlagen an Chefexperten. Wie sieht so eine Gesamtbewertung aus? Sie sehen da nochmal die Zweiteilung. 30% die allgemeinen Grundfertigkeiten mit der vorgezogenen Prüfungsarbeit, 70% mit der IPA im unteren Teil. Sie sehen, eine IPA hat 4 Positionen, nämlich die Arbeit selber, dann eine Präsentation, eine Dokumentation und das Fachgespräch. Die sind jeweils unterschiedlich gewichtet. Auch hier finden Sie alle Angaben dann in den Ausführungsbestimmungen zu der Gewichtung der einzelnen Positionen. Sie werden auch in Ihren Aufgebot und nachher in den Informationen, in der Einladung zum QV, genau die grafische Darstellung, die Sie hier sehen, nochmal mitbekommen. So, dass Sie immer wissen, was müssen Sie wann machen. Wenn sind Sie als vorgesetzte Fachkraft gefordert? Vielleicht sind Sie als Expertin im Einsatz und dann wissen Sie, da ist mein Einsatz als Expertin gefordert. Und es gibt die gleiche Darstellung dann auch noch für die Lernenden, dass auch die Lernenden wissen, wann muss ich was erledigen. Da gibt es eine Übersicht über den Ablauf, wie ich das erwähnt habe, einmal für Experten. Dann für Sie als vorgesetzte Fachkraft. Dann gibt es das Ganze auch für Kandidatinnen und für Kandidaten. Und das ist so im Großen und Ganzen das QV, wie eine IPA funktioniert, mit der Spezialität vorgezogener Prüfungsteil. Denken Sie daran, es ist keine Zwischenprüfung, es ist wirklich ein erster Teil vom QV. Und als Zwischenfazit, die Anforderungen vom Arbeitsmarkt sind abgebildet. Das hat uns auch die Branchenanhörung gezeigt, die wir gemacht haben. Die Branche ist sehr zufrieden. Wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen aus der Branche zu dieser Revision. Man freut sich darauf und ich darf Ihnen sagen, ich freue mich auch unglaublich darauf. Die Arbeitsgruppe hat da, glaube ich, ein sensationelles Produkt entwickelt und ich bin sehr dankbar, dass es gelungen ist, das auch so über die Ziellinie zu retten, mit all diesen Spezialitäten wie im QV. Das ist nicht immer selbstverständlich. Da braucht es auch Kantone, die wir dabei haben im Boot. Ich möchte mich hier auch bei der SBBK, bei den Verantwortlichen bedanken, fürs Entgegenkommen, fürs Verständnis von einer speziellen Branchensituation, wo wir sehr viel unterschiedliche Tätigkeiten haben, wo man manchmal einen riesen Spagat machen müssen und wo es einfach neue kreative Lösungen braucht, damit das QV möglich wird. Wir haben BIVO Artikel 12 und 13, Lerndokumentation und Bildungsbericht. Beides wird aufgewertet, beides wird kontrolliert. Man kann das auch noch erwähnen, das ist etwas, das nicht immer so gern gehört wird, aber bei Lücken kann es Probleme geben im Rekursfall. Wenn ein Lernender einen Rekurs einleitet, weil er die Prüfung nicht bestanden hat und sagt, er sei nicht sauber ausgebildet worden im Betrieb. Und der Betrieb kann in dem Sinn nicht nachweisen, dass Lerndokumentationen erstellt worden sind oder dass ein Bildungsbericht vorhanden ist. Dann kann das im Rekursfall auch Schwierigkeiten und Sanktionen durch den Gesetzgeber, durch Kantone geben. Ich bin am Ende der Einleitung, darf schon in Kaffeepause überleiten und in etwa 5 bis 6 Minuten würden wir weitermachen mit dem Peter Wiesler, wo sie dann im Detail die Bildungsverordnung und den Bildungsplan führt.
Geschätzte Damen und Herren, liebe Berufsbildnerinnen, liebe Berufsbildner, ich bin schon angekündigt worden. Mein Name ist Peter Wissler. Ich freue mich enorm, dass ich zum einen in meiner Funktion als pädagogischer Begleiter die Revision zu begleiten. Die andere Seite arbeite ich beim Büro für Bildungsfragen. Ich bin gerade schnell ein bisschen irritiert, weil meine Präsentation nicht gerade dort sich verselbstständigt hat. Tut mir leid, wir kämpfen zwischendurch noch mit der Technik. Mein Name ist Peter Wissler, ich komme vom Büro für Bildungsfragen. Wir leiten im Büro ziemlich viele so Revisionen im Bereich von eidgenössischen Fähigkeitszeugnissen, aber auch in der höheren Berufsbildung, wo wir verschiedenste Berufsverbände als pädagogische Begleitung dürfen begleiten auf diesem Prozess. Das habe ich auch beim Polygraphen, bei der Polygraphin dürfen machen. Und umso schöner ist es für mich, dass ich Ihnen jetzt in den nächsten halbe Stunde, etwa 40 Minuten, ausgewählte Elemente von der Revision nochmals zeigen darf. Sie haben vieles schon gehört von Beat Kneubühler. Er hat schon ziemlich viel die wichtigsten Eckwerte erzählt. Etwas haben wir noch nicht erzählt, das würde ich jetzt gerne nachholen. Wir haben nach meiner Präsentation vorgesehen, nochmals eine kurze Pause zu machen und uns dann Zeit zu nehmen, für Ihre Fragen zu beantworten. Jetzt, damit wir Ihre Fragen aber auch wirklich beantworten können, sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Sie die Fragen auch uns auch stellen können. Und das haben wir nicht so vorgesehen, dass Sie uns nachher aufs Natel anrufen, wir eine Frage nach der anderen mit Ihnen besprechen. Aber es gibt zwei Funktionen in diesem Zoom, die Sie bedienen können. Ganz unten im Bildschirm sehen Sie ein Icon F und A für Fragen und Antworten, wo Sie jetzt auch während meiner Präsentation, aber auch zu den Teilen vom Beat Kneubühler wirklich nochmal Fragen stellen. Die werden gesammelt und dann können wir sie wirklich im Anschluss an meine Präsentation beantworten. Sollte das Feld nicht gehen, gibt es noch die Chat-Funktion, die Sie ebenso brauchen können, wo wir dort schauen, dass wir wirklich die Fragen können sammeln können, die Sie gerne geklärt hätten und Ihnen darauf eine Antwort geben können. Was habe ich mit Ihnen vor? Sie haben es schon gehört, die zwei wichtigsten Dokumente, denke ich, in dieser ganzen Ausbildung, in sämtlichen Grundbildungen, sind der Bildungsplan und die Bildungsverordnung. Da würde ich mit Ihnen gerne ein paar ausgewählte Elemente noch anschauen. Da hat es Veränderungen gegeben, die beiden Dokumente kommen neu daher. Dann ist sicher ein wichtiges Thema das neue Qualifikationsverfahren, wo Sie jetzt schon viel gehört haben, wo ich ein paar Sachen sicher auch nochmal wieder repetieren und nochmal wieder aufnehmen, vielleicht noch ganz kurz ein paar neue Elemente Ihnen aufzeigen. Wir haben den Punkt Dokumentation, einen kurzen Punkt, der mir aber sehr wichtig ist. Wir haben die Chance, dass wir ganz viele Berufsbildner hier vereinigt haben. Das hat ein kleines Thema Arbeitssicherheit auch noch auf den Plan gerufen, wo ich Ihnen ganz kurz ein, zwei Inputs muss mitgeben. Das Thema Arbeitssicherheit betrifft Sie als Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Und zum Abschluss noch etwas zum Thema Pflichten von Berufsbildnern, wo wir auch in der Bildungsverordnung natürlich schon Themen geregelt haben, aber vielleicht auch ein bisschen darüber hinausgehen können. Ich habe es erwähnt, Bildungsplan und Bildungsverordnung. Das sind die zwei zentralen Dokumente, die jetzt kurz vor in Kraft treten sind. Wir sind also noch nicht so weit, dass wir sie definitiv aufschalten können mit dem Stempel vom SBFI. Das ist aber wirklich noch eine Frage der Zeit. Dass wir die Unterscheidung machen können, Bildungsplan, Bildungsverordnung, ist mir noch wichtig, dass wir uns klar sind. Bildungsverordnung ist eigentlich das Dokument, das rechtssetzend ist. Das ist das Dokument, das die rechtliche Grundlage beinhaltet, wo auch unter der Federführung vom SBFI ist, natürlich immer ausgearbeitet auf Grundlage von Inputs vom Verband und von den Berufsleuten. Der Bildungsplan auf der anderen Seite ist eigentlich das Dokument, das dann die Ausbildung regelt, im Sinne von Kompetenzen definiert, Leistungsziele definiert und die Leistungsziele auf den Lernort runterbricht und dort definiert. Das ist in der Verantwortung des Berufsverbandes und ist sicher ein grosser Teil von der Arbeit gewesen, die jetzt gemacht worden ist in den vergangenen Jahren in diesem Projekt. Wenn wir ganz kurz in die Bildungsverordnung hineinschauen, oder zumindest die Themen, habe ich Ihnen eine Zusammenstellung hier mitgenommen, von den ganzen Themen, die in der Bildungsverordnung geregelt sind. Das sind Themen wie Gegenstand, Fachrichtung, Dauer. Das ist im
jetzt mit Polygraph relativ einfach. Es geht um den Polygraph. Sie haben gehört, wir haben weder Fachrichtungen noch Schwerpunkte. Und von der Dauer her sind wir immer noch bei diesen 4 Jahren, wo die Grundbildung dauert. Ziel und Anforderungen, da sind wir bei den Handlungskompetenzen. Das ist eine kurze Übersicht über die Handlungskompetenz, die aber nachher im Bildungsplan noch viel detaillierter aufgenommen wird. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz. Da werden wir nachher noch kurz dazu schauen, was in dieser Bildungsverordnung steht. Ein wichtiger Bereich ist der Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten und die Unterrichtssprache. Vor allem der Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten ist ein sehr wichtiges Element in der Bildungsverordnung und überrascht jetzt vielleicht den einen oder den anderen. Das ist bis jetzt zu einem grossen Teil im Bildungsplan geregelt gewesen. Wenn wir an Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten denken, geht es bei den Berufsschulen um die Lektionentafeln, geht aber auch um ein erstes grobes Gerüst der überbetrieblichen Kurse. Das sind alles oder beides Elemente, die Sie bis jetzt im Bildungsplan gefunden haben, oder jetzt bei der noch aktuellen Ausbildung im Bildungsplan finden. Das wird neu in der Bildungsverordnung geregelt und ist dementsprechend kommt ein anderes Gewicht über, weil es eben jetzt in der Bildungsverordnung im rechtssetzenden Dokument ist. Wir haben das Thema Anforderungen an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner und die Höchstzahl der Lernenden im Betrieb. Da werden wir auch mal kurz reinschauen, was das ist. Wir haben es schon angekündigt, gehört in der ersten Präsentation von Herrn Kneubühler, Lerndokumentation und Bildungsbericht, ein wichtiges Thema, das in der Bildungsverordnung verankert ist. Und dann das Qualifikationsverfahren, wo Sie jetzt schon viel dazu gehört haben. Und ich denke auch, ein wesentliches Element ist, das sich geändert hat. Auch das Qualifikationsverfahren ist bislang im Anhang oder in der hinteren Teil der Bildungsverordnung geregelt gewesen, nicht im Anhang. Das wird jetzt neu auch in der Bildungsverordnung geregelt. Also, das ist sicher auch noch wichtig, dass man diesen Unterschied kennt und weiss, dass ganz viele Elemente aus dem Bildungsplan, wo sie sich gewohnt sind, die zu suchen, wenn sie etwas nachschlagen, jetzt in die Bildungsverordnung gerutscht sind. Darum, wenn man es nicht gerade findet, nicht verzweifeln, das zweite Dokument durchforsten. Man findet es. Auf der anderen Seite haben wir den Bildungsplan. Und der Bildungsplan ist entsprechend natürlich jetzt kommt Schlenker von den Themen daher. Ich glaube, die zwei zentralen Themen im Bildungsplan sind das Qualifikationsprofil und die Handlungskompetenzbereich und Leistungsziel. Ein ganz zentrales Dokument oder zentralen Abschnitt ist das Qualifikationsprofil. Das Qualifikationsprofil zeigt eigentlich, was ein Polygraph nach 4 Jahren Ausbildung kann, sollte gelernt haben, was für Handlungen er ausführen kann. Und um das auf der richtigen Ebene zu beschreiben, gibt es zwei Elemente. Zum einen das Berufsbild und eine Übersicht über die Handlungskompetenz. Das Berufsbild beschreibt, ich habe Ihnen hier einen kleinen Auszug mitgenommen vom Berufsbild, das Berufsbild beschreibt in Prosa-Text, was der Polygraph macht. Es hat verschiedene Kapitel, ich habe Ihnen das Arbeitsgebiet mitgebracht, Sie finden das im Bildungsplan. Wo beschreibt, da wo der Polygraph schafft. Wir haben da Druckereien, Medienhäuser, Druckvorstufenbetrieb, Grafikateliers und so weiter. Was für Produkt, Dienstleistungsangebot der Polygraph bearbeitet. Und wenn man nur schon das mal liest, sieht man auch schon die ganze Breite an Printprodukt, an Screen, Produkt im Screenbereich, wo der Polygraph bearbeitet. Wo man doch sieht, wie breit der Polygraph überhaupt aufgestellt ist und wie wichtig dass es ist, dass man das super beschreibt, um was geht es eigentlich auch im Polygraph. Ein zweites Beispiel sind dann noch die Texte zum der wichtigsten Handlungskompetenz. Ich habe Ihnen hier mal ein gewisses Element farbig markiert, das auch wieder zeigt, was der Polygraph eigentlich macht. Er führt Printscreen Cross-Media-Projekte aus, setzt Marketing-Kommunikationsmaßnahmen um, gestaltet, bereitet Daten auf, technische Kriterien, typografische und gestalterische Regeln werden umgesetzt, es werden Text korrigiert
Und nicht zu vergessen, er hat eine ganz wichtige Schnittstellenfunktion in der ganzen Produktion. Sämtliche Grundbildungen, die im Moment neu erarbeitet werden, haben ein Berufsbild nach dem System, wo die gleichen Kapitel vorkommen. Berufsausübung, wichtigste Handlungskompetenzen, Berufsalltag, wo immer der gleiche daherkommt. Übrigens auch in der höheren Berufsbildung hält es immer mehr Einzug. Das sind ganz wichtige Dokumente, die nachher auch Berufsberatungen nehmen und auf dem eigentlich ihre Berufsbeschreibungen ausarbeiten, wo nachher die Lernenden auch sollen ansprechen und ihnen zeigen, was in diesem Beruf gemacht wird. Ein zweites ganz wichtiges Element ist dann die Übersicht über die Handlungskompetenzen. Und die Übersicht über die Handlungskompetenzen ist tatsächlich so ein bisschen der Kern von dem ganzen Bildungsplan und auch sehr wichtig für die weiteren Themen in der ganzen Ausbildung. Die Übersicht über die Handlungskompetenzen ist eigentlich die Zusammenstellung von allen beruflichen Handlungskompetenzen, die der Polygraph soll erreichen in diesen 4 Jahren Lehrzeit. Wir haben, wenn Sie das Bild anschauen, einen Bereich, Handlungskompetenzbereich, wo grün eingefärbt ist. Wir haben 6 Handlungskompetenzbereiche für den Polygraph definiert. Und diese Handlungskompetenzbereiche haben eine ganz wichtige Funktion, nämlich eine Strukturierungsfunktion. Sie tun zum einen Kompetenzen strukturieren, die zu einem Bereich zusammengehören, wie es hier auf dieser Tabelle ist. Sie werden aber die Handlungskompetenzbereiche auch immer wieder antreffen. Sei das in einer Lektionentafel, wo die Lektionen genau nach diesem Handlungskompetenzbereich verteilt sind. Sei das im QV, in der Berufskenntnisprüfung, wo man Handlungskompetenzbereiche zusammenfassend aufzeigt, zu welchem Handlungskompetenzbereich Prüfungen stattfinden, wie das geschnitten ist. Sie finden die Aufteilung in die Handlungskompetenzbereiche eigentlich in der ganzen Unterlage und auch in den Begleitunterlagen immer wieder. Und es ist wirklich eine ganz wichtige Strukturierungshilfe. Wenn wir den Polygraphen mal anschauen, wir haben gesagt, das sind die Handlungskompetenzen, die ihr nach 4 Jahren erreichen sollt, würde ich gerne die mal ganz kurz durchgehen. Wir haben den Handlungskompetenzbereich A, Entwickeln und Umsetzen von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen mit 3 Handlungskompetenzen. Das Gespräch mit der Kundschaft führen und das Pflichtenheft erstellen, Konzept für Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen erstellen und Strategien zur Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen entwickeln und die Umsetzung begleiten. Das ist der Bereich, der auch schon von Herrn Kneubühler angesprochen ist, Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, wo jetzt in diesem Bildungsplan sicher auch noch ein höheres Gewicht bekommen hat. Und das auf Rückmeldung von vielen Betrieben, die sich das sehr gewünscht haben, dass man da wirklich noch mal ein bisschen dahinter geht und das auch sichtbar macht und mit diesen 3 Kompetenzen auch gemacht haben. Der Bereich B, denke ich, ist dann eher wieder ein Bereich, wo man sagt, ja, den findet man auch im jetzt noch aktuellen Bildungsplan, das Ausgestalten von Medienprodukten. Gestaltungsvorschläge für die Medienprodukte entwickeln, testen und präsentieren und Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten. Der Handlungskompetenzbereich C ist das Entwickeln von typografischen Konzepten. Da geht es um Lesbarkeit von Schrift in den verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen, Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten und Schrift und Text nach mikrotypografischen Regeln bearbeiten. Der Bereich D, Erstellen und Übernehmen von mediengerechtes Aufbereiten von Bildmaterial und Grafiken, ist ebenfalls mit 3 Kompetenzen in der Handlungskompetenztabelle. Die Rohdaten erstellen und übernehmen, Rohdaten bearbeiten und mediengerecht aufbereiten und noch separat Grafiken für die Medienproduktion erstellen. Der Bereich E ist der Bereich, der sich um die Sprache kümmert. Bearbeiten von Inhalt in der regionalen Landessprache, wo man zum einen Text für die Medienproduktion auf grammatikalische, orthografische oder typografische Korrektheit prüft, Text für die Medienproduktion auf ihre Verständlichkeit prüft. Ich denke, das ist ein neues Element, das auch jetzt in diesem Bildungsplan vorkommt. Es ist ein Element, das sehr stark auch bei den Schulen angesiedelt ist, dass man dort von den Schulen etwas den Lernenden mitgibt. Wo es sehr fest aber auch darum geht, dass der Polygraph sich doch auch mit dem Text, den er bekommt, mal auseinandersetzt.
Er ist kein Texter, er ist kein Journalist, das ist gar nicht der Anspruch. Aber einfach einmal noch vielleicht strukturelle Fehler im Text findet, merkt, dass plötzlich ganze Absätze nicht mitgekommen sind. Dass man auf solche Sachen vielleicht auch noch ein Gewicht legt. Das ist auch ein Thema, das fest von dem Betrieb gewünscht worden ist, wo man aber für die Ausbildung sehr stark in die Schule legt. Und die dritte Kompetenz, bestehende Inhalte mediengerecht aufbereiten. Auch das ist etwas, wo wir nicht zu gross denken müssen, wo aber eine gewisse Wichtigkeit in den Diskussionen bekommen hat. Da geht es aber um als Beispiel einen Text, wo man aus einem bestehenden Text noch sollte, für einen Facebook-Post machen, dass man da selber auch mal in der Lage ist, etwas zu texten. Auch wieder nicht die Ebene von einem Texter oder von einem Journalist, aber doch so eine gewisse, oder die Lernenden daran herführen, sagen wir so, in die Richtung herführen, einmal etwas trauen und einen Vorschlag dann auch zu erstellen. Und zum Schluss haben wir den Bereich F, Produzieren von Print- und Screen-Medien, mit dem Bereich Layout-Dokumente zur Umsetzung aufbauen, Fremddaten übernehmen, prüfen und korrigieren, das Thema, das sicher auch sehr häufig vorkommt, das ganze Farbmanagement über den gesamten Medienprozess sicherstellen, Automatisierungen und Personalisierungen von Text- und Bilddateien planen und aufbauen. Dann kommen wir zu der Schnittstellenfunktion, Medienproduktion mit vor- und nachgelagerten Abteilungen und externen Partnerorganisationen sicherstellen, Recherchen zu technischen Problemlösungen durchführen und Informations- und Kommunikationstechnologien einrichten und warten und zum Abschluss die Enddaten mediengerecht ausgeben und archivieren. Das ist viel. Das tönt noch viel. Das alles macht der Polygraph. In den Handlungskompetenzen ist genau das beschrieben. Das alles macht der Polygraph. Was wir jetzt aber in den Handlungskompetenzen noch nicht beschrieben haben, ist wie, dass in diesen 4 Jahren der Polygraph dorthin ausgebildet wird. Und das lösen wir nicht mit der Handlungskompetenz und mit dem Handlungskompetenzbereich. Und da sind wir sehr darauf angewiesen, auf die 3 Lernorte. Die 3 Lernorte sind Ihnen bekannt. Wir haben den Betrieb, wir haben den UK, wir haben die Berufsschule. Und wir haben hier eigentlich eine ganz schöne Darstellung. Leider haben wir nicht mehr die erfunden. Das ist eine Darstellung, wie auch jetzt in allen Bildungsplänen zu finden ist, vom SBFI, die eigentlich genau definiert, welcher Lernort so grundsätzlich welches Zahnrädchen ist. Es ist, finde ich, eine schöne Darstellung mit diesen Zahnrädchen, weil die Ausbildung funktioniert wirklich nur, wenn die 3 Lernorte als Zahnrädchen funktionieren. Und es ist auch nicht ganz ein Zufall, dass das Zahnrädchen vom Betrieb das grösste ist. Weil ich glaube, der Betrieb in dieser Ausbildung ein sehr wichtiger Teil und sehr, sehr wichtig ist, dass die Ausbildung dann wirklich auch gut funktioniert. Der Lehrbetrieb im dualen System ist ein ganz wichtiges Element. Dort geht es darum, dass man den Lernenden die praktischen Fähigkeiten vom Beruf vermittelt. Es ist eine Berufsbildung, es ist eine praktische Ausbildung. Es ist zentral, dass die praktischen Fertigkeiten sitzen, Ende von diesen 4 Jahren. Und da ist der Lehrbetrieb sehr stark in der Pflicht. Er wird unterstützt von der Berufsschule, wo zum einen die Berufskenntnis vermittelt, aber auch für die Allgemeinbildung und den Sport zuständig ist. Wenn wir an das Thema Berufskenntnis denken, und an die Grafik vorher, ist dort auch gestanden, die Berufsschule ist eigentlich dafür da, Theorien, Grundlagen, das Rüstzeug zu vermitteln, wo nachher Betriebe darauf aufbauen können und die praktischen Fähigkeiten mit dem Lernenden ausarbeiten, vermitteln. Vielleicht ist das nicht mehr ganz die richtige Vorstellung, aber im Grundsatz stimmt sie schon. Und natürlich tun auch Berufsschulen heute kompetenzorientiert unterrichten, tun auch mal etwas üben, tun mal an einem Projekt arbeiten. Das soll auch so sein. Aber grundsätzlich ist die Aufgabe der Berufsschule die Vermittlung von Grundlagen für den Betrieb. Der dritte Partner, den wir haben, ist der UK, die überbetriebliche Kurs. Die kommen eigentlich immer dann zur Geltung, wenn man aus dem Betrieb eine Unterstützung braucht bei den praktischen Fertigkeiten. Das können Themen sein, wo wir sagen, das können gar nicht alle Betriebe ausbilden. Da brauchen wir zwingend einen UK, der sich dem auch annimmt,
wo die Lernenden dort darauf vorbereitet. Das können aber auch Themen sein, wo man sagt, die sind so zentral, dass die einfach sitzen. Da tun wir für die Ausbildung im Betrieb tun wir dann noch mal dazu etwas geben in Form von einer ÜKO, dass die praktische Ausbildung, dass wir Techniken dort noch mal üben können, dass wir Fertigkeiten im ÜKO auch noch mal anwenden, dass das Zusammenspiel oder das Verzahnen von diesen Zahnrädchen dann auch wirklich gut funktioniert. Die drei Lernorte, die müssen natürlich aber auch wissen, was sie denn eigentlich müssen vermitteln und was sie müssen ausbilden. Das habe ich schon gesagt, in den Handlungskompetenzen sehen wir das nicht. Als Beispiel hier nochmal der Bereich C mit dem C3, Schrift, Text, nach mikrotypografischen Regeln bearbeiten. Der grösste Teil des Bildungsplans ist dann natürlich auch die Aufteilung in Leistungsziel pro Handlungskompetenzbereich. Leistungsziel für den Betrieb, für die Berufsschule, für die überbetrieblichen Kurse. Sie sehen hier das Beispiel von dem C3, Schrift und Text nach mikrotypografischen Regeln bearbeiten. Es fällt auf, wir haben beim C3.1, C3.2, C3.3 haben wir Leistungsziel für sämtliche Lernorte. Das ist auch so aufgebaut, dass in der Berufsschule genau die Grundlagen vermittelt werden. In den Betrieb das kann umgesetzt werden und nochmal unterstützt wird aus dem in den überbetrieblichen Kurs. Es gibt aber natürlich auch Themen, wie jetzt das C3.2, wo ein Leistungsziel ist, das für die Berufsschule ist, wo natürlich eine Grundlage bildet für die Weiterarbeit, aber wo es nicht direkt ein Leistungsziel im Betrieb oder ÜK angehängt ist. Die Leistungsziele, die sind sehr umfassend. Da kann ich Sie beruhigen. Sie müssen jetzt nicht in den Bildungsplan hineingehen und all die Leistungsziele für sich rausziehen. Die Arbeit werden nämlich wir noch machen. Da komme ich aber nachher noch dazu. Aber sicher, wenn man den Überblick mal haben will, was für Leistungsziele in welchen Lernorten gibt es überhaupt, sind angedenkt, ist der Bildungsplan der richtige Ort, um das zu sehen. Ich möchte noch ein paar Worte zum Thema der überbetrieblichen Kurse sagen. Die überbetrieblichen Kurse, ich habe es gesagt, das Grobgerüst wird neu in der Bildungsverordnung wird neu in der Bildungsverordnung untergebracht. Das ist also nicht mehr im Bildungsplan. In der Bildungsverordnung ist auch definiert, dass der neue Polygraph 7 ÜK hat. Wir haben es hier mit diesen Böllchen symbolisiert. 2 ÜKs im ersten Lehrjahr, 2 ÜKs im zweiten Lehrjahr, 2 im dritten und 1 im vierten, im ersten Semester. Jeder ÜK dauert 4 Tage. Das Thema ÜK ist in einer Grobversion genau für die Bildungsverordnung erarbeitet worden. Da ist jetzt aber auch grob noch dran, das noch genauer zu definieren. Also alles, was ich jetzt noch erzähle, ist mal so ein bisschen eine Stossrichtung. Und da kann es vielleicht noch die einen oder anderen Änderungen geben. Aber in diese Richtung ist es gedacht. Und wie wir es schon gesagt haben, wir sind noch nicht einmal ganz mit der Bildungsverordnung und dem Bildungsplan im Ziel. Und trotzdem wird schon sehr viel Arbeit in die Umsetzungsdokumente gesteckt. Und wir dürfen Ihnen heute auch etwas über die Umsetzungsdokumente schon erzählen. Aufgeschaltet werden die allerdings alle erst, wenn sie dann wirklich fertig sind. Die 7 ÜKs sind wie folgt angedacht. Wir haben ein ÜK 1, das sich zum Thema Grundlagenschul-Layout-Programm um das dreht. Das ist ein ÜK im ersten Lehrjahr, im ersten Semester. Man kann davon ausgehen, der wird relativ früh im ersten Semester stattfinden, wirklich als Grundschulung. Wir haben vorhin auch schon gehört, dass in diesem ÜK dann sicher auch das Thema der Lerndokumentationen auch nochmal aufgegriffen wird, dass wir dort von Anfang an die Lernenden gerade darauf sensibilisieren können. Der Kurs 2, ebenfalls im ersten Lehrjahr und im ersten Semester nachdenkt, ist die Kursbildbearbeitung Grundlagen. Im zweiten Lehrjahr gibt es den Kurs Grafik und Illustration, der im Moment auch im ersten Semester angedenkt ist. Und dann der Bildbearbeitungskurs Vertiefung. Im dritten Lehrjahr ein Kurs Produktionsworkflow. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der sehr nah daran angedenkt, auch wie der heutige ÜK 5 ist, beziehungsweise auf den aufbauend, natürlich ein bisschen angepasst. Und Sie sehen dann
Wir haben unten dran jetzt da immer noch Handlungskompetenzen aufgeführt. Das sind Handlungskompetenzen, die in diesen UKAs auch Thema sind. Und es fällt auf, dass die Marketingkompetenzen in fast jedem UKA mitgedacht werden. Und das spricht auch ein bisschen dafür, dass in diesen UKAs sehr viel projektbezogen geschafft wird. Wirklich ab Projekt der Produktionsworkflow im dritten Lehrjahr im fünften Semester umgesetzt wird, dass man die Marketingkompetenzen aber wirklich auch immer im UKA mitnehmen und dort auch schon mitschulen. Geht natürlich hinten auch ein bisschen weiter raus, dass man wirklich in Projektarbeiten in diesen UKAs schafft. Der Kurs 6, nochmal im dritten Lehrjahr, ist Bildkompetenz, Bildgestaltung. Und der Kurs 7 im vierten Lehrjahr, siebten Semester, User Interface, User Experience Design, Audio- und Videobearbeitung. Wichtig zum Thema UKAS, das möchte ich nochmal gerne wiederholen. Die UKAS werden benotet. Meines Wissens ist das auch heute schon so, dass die UKAS benotet werden. Aber sie fließen noch nicht in eine Erfahrungsnote rein. Und das ist der grosse Unterschied. In Zukunft werden die UKAS benotet und dann auch in die Erfahrungsnote einfließen. In welchem Prozentsatz sehen wir dann nachher noch. Dann noch ganz kurz zu der Lektionentafel. Auch die finden Sie in der Bildungsverordnung. Die Lektionentafel, ich habe es schon angekündigt, sehen Sie hier genau wieder die Handlungskompetenzbereiche, die aufgelistet sind. Und nach diesem Handlungskompetenzbereich sind die Lektionen verteilt. Wenn man die Totalzahl Berufskenntnis anschaut, sehen wir hier wieder, dass wir im ersten und im zweiten Lehrjahr von zwei Schultagen ausgehen, im dritten und im vierten Lehrjahr von einem Schultag. Jetzt geht das nicht ganz genau auf, weil sonst wäre es 520, 520 und 200 und 200. Und das haben wir auch schon bei Herrn Kneubühler gehört. Neben diesen normalen, ordentlichen Schultagen wird es auch immer wieder so Blocktage, Blockwochen geben, wo man die Lernenden nochmal schulisch ausbildet. An diesem Konzept und auch am Rahmenlehrplan sind aktuell die Schulen intensiv dran, das auszuschaffen. Sie sind schon sehr weit. Sie sind, wirklich fast alle Schulen, zumindest alle Schulen aus der Deutschschweiz, sind daran beteiligt gewesen. Das macht uns natürlich schon mal wieder sehr Spass und ist sehr erfreulich, dass sie sich da zusammen auf ein Konzept einigt, einen Rahmenlehrplan ausarbeitet, wo dann wirklich noch die Verteilung innerhalb von den Handlungskompetenzen zu den einzelnen Leistungszielen definiert und auch definiert, was sind dort Lerninhalte. Ein ganz wichtiges Thema ist das Qualifikationsverfahren. Dazu haben Sie schon ganz viel gehört. Ein paar Sachen möchte ich aber gleich noch einmal aufnehmen. Das Qualifikationsverfahren, das neu angedacht ist oder neu umgesetzt wird, besteht aus drei Elementen. Wir haben die praktische Arbeit, die zum einen als vorgegebene praktische Arbeit, als VPA im Umfang von 7 Stunden durchgeführt wird, zum anderen als individuelle praktische Arbeit, IPA, im Umfang von 40 bis 50 Stunden. Wir haben weiterhin eine Berufskenntnisprüfung im Umfang von 4 Stunden und wir haben die Allgemeinbildung, die ebenfalls zum Qualifikationsverfahren dazugehört. Das Bestehen des Qualifikationsverfahrens ist dann gegeben, wenn der Qualifikationsbereich praktische Arbeit mit mindestens der Note 4 bewertet wird. Das heisst, die VPA und die IPA, die zusammen das Element oder den Qualifikationsbereich praktische Arbeit geben, die müssen bestanden werden. Und die Gesamtnote muss mindestens ein 4 betragen. Und die Gesamtnote kommt so zustande, dass wir 4 Elemente haben. Wir haben vorhin gesagt, wir haben im QV 3 Elemente. Für die Note gibt es 4 Elemente. Die praktische Arbeit, die mit 40% zählt. Die Berufskenntnisprüfung, die mit 20% zählt. Die Allgemeinbildung, die mit 20% zählt. Und was dazu kommt, die Erfahrungsnote, die 20% zählt. Schauen wir noch ganz kurz noch einmal die praktische Arbeit an. Die praktische Arbeit, wir haben es gehört, ist aufgeteilt in eine VPA und eine IPA. Die VPA hat ein Gewicht
innerhalb der praktischen Arbeit von 30%, die IPA von 70%. Die VPA prüft allerdings nicht sämtliche Handlungskompetenzbereiche. Das haben wir auch schon gehört. Das soll gegen Ende 7. Semester ist das. Es ist eben keine Zwischenprüfung, es ist aber eine Prüfung, wo man nochmal wie eine Hürde gesetzt, wo man sagen, über diese Hürde sollen alle kumpen. Das sind Themen, die alle können müssen, die zentral sind für den Polygraph. Das beschränkt sich in dem Fall auf Kompetenzbereich Entwickeln von typografischen Konzepten und Erstellen, Übernehmen und mediengerechtes Aufbereiten von Bildmaterial und Grafiken. Die VPA betrifft also die zwei Handlungskompetenzbereiche. Die VPA wird nicht Marketing betreffen, wird nicht die Landessprache betreffen. Die Themen werden dann aber sehr wahrscheinlich in einigen oder in fast allen von den IPAs zum Thema werden. Dort ist der Fächer natürlich offen. Die IPA, die über sämtliche Handlungskompetenzbereiche wird können erstellt werden. Die IPA wird gegen Ende der beruflichen Grundbildung stattfinden. Wie der Ablauf aussieht, hat Ihnen Herr Kneubühler ja schon aufgezeigt. Ein IPA, ist immer die Frage, was kann denn überhaupt ein IPA sein? Und ein IPA kann eigentlich auf verschiedenen Auftragsvarianten basieren. Es kann ein oder mehrere Produkte oder Teil eines Produkts sein. Es kann ein Projekt oder auch ein klar abgrenzter Teil eines Projekts sein. Es ist auch möglich, dass es ein betrieblicher Prozess oder ein Teilprozess ist. Und es ist auch möglich, dass es eine Dienstleistung oder ein Ausschnitt aus einem Dienstleistungsprozess ist. Was in Ihrem Fall der sinnvollste Weg ist, muss man dann innen überlassen. Aber alles, das sind Elemente, die man als Thema für ein IPA kann benutzen kann. Berufskenntnis im Umfang von 4 Stunden ist das zweite Element des Qualifikationsverfahrens. Und auch hier treffen Sie jetzt die Handlungskompetenzbereiche wieder an, die wir im Bildungsplan gesehen haben. Berufskenntnis haben wir so aufgebaut, dass wir nicht für jeden Handlungskompetenzbereich eine eigene Position gemacht haben, sondern hat hier gewisse Handlungskompetenzbereiche zusammengenommen, dass man nachher nicht 6 Einzelnoten hat, wo man so genau muss definieren, wie lange dauert die Prüfung, wie ist gewichtig, dass man geschaut hat, wo gibt es sinnvolle Themen, die man zusammennehmen kann. Und es gibt jetzt eine Position, wo 3 Handlungskompetenzbereiche beinhaltet, nämlich Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, das Ausgestalten von Medienprodukten und das Entwickeln von typografischen Konzepten. Zu diesen 3 Handlungskompetenzbereichen gibt es also eine Prüfung, die dauert 90 Minuten und hat das Gesamtgewicht innerhalb dieser Berufskenntnisprüfung von 40%. Eigenständig gelassen haben wir das Bearbeiten von Inhalt in der regionalen Landessprache, die 60 Minuten dauert, mit einem Gewicht von der Berufskenntnisnote von 20%. Und als dritte Position, natürlich dann die fehlenden Handlungskompetenzbereiche noch, das Erstellen und das Übernehmen von mediengerechten Aufbereiten von Bildmaterial und Grafiken und das Produzieren von Print- und Screenmedien. Ebenfalls 90 Minuten mit einem Gewicht von 40%. Ganz kurz schauen wir noch auf die Erfahrungsnoten, die wir ja auch gesehen haben. Kann durchaus mitentscheidend sein über das Bestehen von einem QV. Die Erfahrungsnoten hat es heute auch schon gegeben. Die Erfahrungsnoten neu setzt sich aber zusammen aus den Erfahrungsnoten aus dem Unterricht in der Berufsschule, also Unterricht von der Berufskenntnis und Unterrichtsnoten in den überbetrieblichen Kursen. Das Verhältnis Berufsschulnoten, Erfahrungsnoten aus der Berufsschule 70%, aus dem UK 30%. Und ich denke, auch mit dem Schritt, der Gewichtung der UK-Noten, ist sicher noch mal ein Schritt dorthin gemacht, dass die UKs wirklich das Gewicht bekommen, das sie auch verdienen. Und wir vorhin gesehen haben, der wichtige Anteil, den auch die UKs leisten in der ganzen Ausbildung. Ohne das dritte Zahnrädchen geht es nicht. Dann würde ich gerne ein paar Dokumente oder zum Thema Dokumentation noch etwas sagen. Sie werden von der Swisscom, jetzt kann ich mal Werbung machen für die Swisscom, Sie werden sehr gut dokumentiert von der Swisscom als Berufsbildner. Auf der Seite von der Swisscom
gibt es Element Tools für Berufsbildner, wo sämtliche Unterlagen aufgeschaltet werden. Wenn Sie jetzt dort gehen, schauen, müssen Sie noch nicht enttäuscht sein, es sind noch nicht so viele drauf. Wenn Sie sehen, wie viele das schon fertig sind, erklärt es, glaube ich, gerade, warum noch nicht so viele dort sind. Werfen Sie aber vielleicht mal einen Blick in einen anderen Beruf, in Medientechnologie, dort sehen Sie in etwa, was Ihnen alles zur Verfügung gestellt wird. Was aber klar ist, was Sie dort werden finden, ist, sobald die Bildungsverordnung fertig ist, genehmigt ist, Bildungsverordnung und der Bildungsplan als eines der zentralen Dokumente. Für Sie als Berufsbildner sicher auch noch interessant, wir werden das Ausbildungsprogramm für Betrieb auf Beine stellen. Das ist im Moment in der Bearbeitung. Sobald wir das haben, wird auch das dort aufgeschaltet. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Arbeit machen wir für Sie. Wir nehmen die Leistungsziele von der Betrieb zusammen aus dem Bildungsplan heraus, geben eine mögliche Strukturierung vor, die Sie als Leitfaden für die Ausbildung im Betrieb brauchen können. Und da ist wichtig zu sagen, es ist eine Vorlage, es ist ein Vorschlag. Es ist uns bewusst, dass wir das nicht immer nach dem Vorschlag ausbilden können und dass es auch nicht immer Sinn macht, nach dem auszubilden, je nachdem, was in Ihrem Betrieb auch gerade anfällt oder was gerade ansteht. Was auch aufgeschaltet wird, ist der Rahmenlehrplan Berufsfachschule. Da habe ich schon gesagt, der ist schon ziemlich weit, ziemlich gut ausgearbeitet. Ich denke, auch da empfehle ich Ihnen, wenn der mal steht, als Berufsbildner, schauen Sie dort mal rein. Schauen Sie mal rein, was macht eigentlich der Lernende in der Berufsschule im ersten Lehrjahr? Und eben tiefer als die Leistungsziele. Jetzt sind wir wirklich bei Lerninhalt und Lernziel, die Berufsschulen jetzt zusammen definieren. Was kommt er im vierten Lehrjahr überhaupt noch vermittelt? Probieren Sie das mitzunehmen. Wir probieren das im Ausbildungsprogramm Betrieb auch schon ein bisschen aufzunehmen, wo immer möglich, so dass eben genau das aufeinander abgestimmt werden kann. Das ganz Zentrale abstimmen, dass das Zahnrädli-System dann auch greift und die Ausbildung aufeinander abgestimmt ist und der Lernende so sehr gut auf das QV vorbereitet und ausbildet. Auch in Bearbeitung, da sind wir im gleichen Thema, sind wir beim dritten Lernort, ist ein Leitfaden für die UK, der sicher noch mal viel detaillierter, als wir es jetzt in der Bildungsverordnung oder wie ich es jetzt kurz aufgezeigt habe, Informationen haben zum UK, wo wir viel tiefer eintauchen können und sehr genau wissen, was passiert in diesen UKs, was ist das Thema, dass man auch hier wirklich den Eindruck bekommt, was passiert zu welcher Zeit im UK und auf das kann Rücksicht nehmen. Die Wegleitung zum Qualifikationsverfahren ist sicher ein zentrales Papier, wo wir auch sobald wie möglich werden aufschalten, wo einfach das ganze QV noch einmal ein bisschen besser umschreibt oder ein bisschen mehr umschreibt, als es jetzt im Bildungsplan bzw. in der Bildungsverordnung aufgeleistet ist. Und sämtliche Unterlagen zur IPA, die wir erstellen werden. Was nicht dort zu finden ist, ist eine Vorlage zur Lerndokumentation und zum Bildungsbericht. Der wird Ihnen im C4 zur Verfügung gestellt und es ist auch die Idee, dass er im C4 geführt wird. Da habe ich eigentlich schon etwas dazu gesagt und zum Rahmenlehrplan auch. Wenn ich aber an Dokumentation denke, denke ich nicht nur an Dokumente, die Sie überkommen, sondern denke ich auch an Lerndokumentation, an Bildungsberichte, die wir schon angesprochen haben. Und ich will gleich noch eins ganz kurz in Erinnerung rufen, dass die Lerndokumentation in der Bildungsverordnung ein Thema ist. Also in der Bildungsverordnung im rechtssetzenden Text, nicht im Bildungsplan. Sondern es hat wirklich einen gewissen Stellenwert. Und das ist beschrieben, dass die lernenden Personen während der Bildung eine Lerndokumentation zu führen haben, in der die laufenden wesentlichen Arbeiten Zusammenhänge zum Erwerb der Handlungskompetenzen festhält. Es ist auch definiert in der Bildungsverordnung, dass mindestens eins pro Semester die kontrolliert und unterzeichnet wird, und zwar von der Berufsbildnerin oder vom Berufsbildner und mit der lernenden Person besprochen. Was nicht in der Bildungsverordnung steht, aber was glaub, ganz zentral ist jetzt in diesem Polygraph, ist, dass die Lerndokumentation, wie wir es auch gehört haben, neu muss eingereicht werden, und zwar zum Zeitpunkt des QV, mit der Anmeldung oder mit der Eingabe von der Aufgabe für die IPA, dass man dort die Lerndokumentation erwartet. Auch der Bildungsbericht ist ein Thema, das in der Bildungsverordnung sehr klar geregelt ist. Es ist da festgehalten, dass Ende von jedem Semester ein Bildungsbericht muss geschrieben werden, dass man diesen Bildungsbericht auch mit der lernenden Person zu besprechen hat, dass man
wenn es nötig ist, Massnahmen vereinbart, aber die Massnahmen dann eben auch überprüft, ob sie gewirkt haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dass man sich mit den kantonalen Behörden in Verbindung setzt. Einfach hier nochmal als Motivation: Lerndokumentation hat jetzt einen anderen Stellenwert, auch für die Lernenden, hilft ihnen wahnsinnig, sich vorzubereiten auf das QV und auch das Thema Bildungsbericht. Wir haben es gehört, kann auch ein wichtiges Element sein im Fall eines Rekurs. Oder auch sonst, denke ich, ist ein Bildungsbericht ein zentrales Instrument, nutzen Sie das. Ich habe gesagt, wenn ich alle Berufsbildner oder viele Berufsbildnerinnen und Berufsbildner schon mal am Bildschirm habe, ich sehe sie leider nicht, aber ich bin fast sicher, sie sind noch da, ist das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auch etwas, das wir ganz kurz ansprechen wollen. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist in der ganzen Grundbildung ein sehr wichtiges Thema. Vielleicht haben Sie das auch schon an anderen Berufen gehört oder mitbekommen. Es gibt bei vielen Berufen einen sogenannten Anhang 2, der muss erarbeitet werden, wo eigentlich Ausnahmen von einem Verbot von gefährlichen Arbeiten für Lernende definiert. Das wird immer im Zusammenhang auch mit dem SECO gemacht. In dem Fall vom Polygraph, wo wir das Kompetenzprofil hatten und auf SECO zugegangen sind, mit denen das anschauen konnten, war relativ schnell klar, dass für den Polygraph kein so ein Anhang 2 muss erstellt werden. Dass es also keine Ausnahme von dem Verbot von gefährlichen Arbeiten braucht. Damit können wir Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz schon fast abhökeln, aber eben nur fast. Es wird doch auch noch mal in der Bildungsverordnung erwähnt, und ich denke, es ist auch wirklich wichtig, dass auch ohne den Anhang 2 Anbieter von der Bildung allen drei Lernorten zu Beginn und während der Ausbildung Vorschriften, Empfehlungen zum Thema Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz, Gefahrenkommunikation, wenn wir an Piktogramm, Gebotszeichen usw. denken, dass das thematisiert wird, immer weiter, mit oder ohne Anhang 2, spielt für uns keine Rolle. Das sind Themen, die sicher wichtig sind, dass auch die Lernenden unfallfrei und gesund durch die Lehrzeit kommen. Ich habe es gesagt, Vorschriften und Empfehlungen werden an allen drei Lernorten vermittelt. Ich möchte Ihnen das noch ans Herz legen von der SUVA, die 10 Schritte für eine sichere Lehrzeit, ein Leitfaden für Berufsbildner und Vorgesetzte, wo gute Inputs hat, gute Themen hat. Es gibt die Broschüre auch für den Lernenden. Und es gibt und die 10 Schritte für eine sichere Lehrzeit machen auch Sinn und sind sicher gut, wenn man die einhaltet. So, der letzte Punkt, den ich mit Ihnen noch gerne anschauen möchte, sind Anforderungen an Betrieb und an Berufsbildner. Auch dazu ist das definiert, ist etwas definiert in der Bildungsverordnung. Und zwar gibt es in der Bildungsverordnung einen Abschnitt, der die Höchstzahl der Lernenden definiert. Es ist definiert, dass Betrieb, wo eine Berufsbildnerin oder ein Berufsbildner zu 100% oder zwei Berufsbildnerinnen, Berufsbildner zu mindestens 60% beschäftigt, eine lernende Person dürfen ausbilden. Mit jeder zusätzlichen beschäftigten Fachkraft zu 100% oder zwei Fachkräfte zu mindestens 60% darf eine weitere lernende Person im Betrieb ausgebildet werden. Das regelt also, wenn Sie an Ihren Betrieb denken, ziemlich genau schon, wie viele Lernende, dass Sie in Ihrem Betrieb überhaupt dürfen ausbilden. An Berufsbildnerinnen und Berufsbildner werden auch gewisse Anforderungen gestellt. Wir haben hier die fachlichen Anforderungen, die genauso auch in der Bildungsverordnung definiert sind. Ein Berufsbildner bringt entweder das EFZ Polygraph oder Polygraphin mit und mindestens 2 Jahre berufliche Praxis im Lehrgebiet. Er kann aber auch ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in einem verwandten Beruf mit der notwendigen Berufskenntnis im Polygraph mitbringen, muss dann mindestens 5 Jahre berufliche Praxis im Lehrgebiet mitbringen. Oder, dritte Variante, ein einschlägiger Abschluss von der höheren Berufsbildung. Was das für Berufe sind, einschlägige Abschluss, höhere Berufsbildung, was für verwandte eidgenössische Fähigkeitszeugnisse, das hier angerechnet werden, zählen,
Diese Aufstellung gibt es schon auf der Wyscom-Seite, Tools für Ausbildner. Das ist jetzt schon zu finden. Das kann man dort mal anschauen, wenn es dein Interesse hat. Es gibt aber auch noch andere Aufgaben von Berufsbildner, sehr allgemein gefasst. Die würde ich Ihnen zum Abschluss gerne noch mal mitgeben und ans Herz legen. Schauen Sie, dass Sie die während der Lernzeit wahrnehmen können. Klar, das Hauptziel oder eines der wichtigsten Ziele ist, die Lernenden gemäss dem Ziel der Bildungsverordnung und vom Bildungsplan auszubilden. Dann hat Berufsbildnerin und Berufsbildner auch eine Fürsorgepflicht gegenüber der lernenden Person, die sie wahrnehmen sollte. Es sollen alle wichtigen Unterlagen abgeben und erklärt werden und die lernende Person in Betrieb eingeführt werden. Den wichtigen Unterlagen denke ich dann schnell wieder an Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, auch solche Themen. Dass man die Lernperson auch wirklich in der Ausbildungsstation im Betrieb einführt, ihnen die zeigt. Nicht, ist manchmal vielleicht zugegeben, man hat gerade einen Auftrag und könnte sie noch jemand herschicken. Wirklich einmal noch schnell überlegen, ist die Person dort wirklich bei dieser Station eingeführt, weiss sie, was zu machen ist. Oder müssen wir uns halt die Zeit wirklich zuerst nehmen, bevor ich sie dorthin schicken kann. Das Führen der Lerndokumentation auch nochmal erklären. Wir werden das im UK thematisieren. Ich glaube aber, die Lernenden sind sehr froh, wenn sie von den Berufsbildnern da Unterstützung bekommen beim Führen von dieser Lerndokumentation. Es geht alles in die gleiche Richtung, wie wir schon ein bisschen gehört haben, auch die Lerndokumentation kontrollieren. Wir sind darauf angewiesen, dass alle Beteiligten in der Ausbildung, die sich die Rolle wahrnehmen, die Koordinationsrolle, die sie haben, also auch sie als Berufsbildnerin, Berufsbildner, auf Berufsschulen zugehen, mit dem UK einen Austausch haben, mit den Lernenden auch den Austausch haben und überhaupt wissen, was passiert in der Berufsschule, was passiert im UK. Genauso erwarten wir das eigentlich auch von den Berufsschullehrpersonen und von den UK-Dozenten, dass das Zusammenspiel gut funktioniert. Nehmen Sie da Ihre Rolle wahr, fragen Sie nach und geben Sie auch Inputs an die anderen Lernorte. Und dann, ganz am Schluss, geht es zum QV. Nehmen Sie sich Zeit. Wir haben eine IPA, die im Betrieb gemacht wird. Nehmen Sie sich wirklich Zeit, den Lernenden auch hier zu begleiten, ihm Hilfestellung zu geben bei dieser UK-Arbeit. Und nehmen Sie Ihre Rolle in dieser IPA wirklich so wahr, wie es vorgesehen ist und mit der entsprechenden Zeit, die es braucht. Wir haben jetzt noch mal vor, 5-10 Minuten Pause zu machen. In dieser Zeit schauen wir auch mal noch, was an Fragen reingekommen ist, dass wir dann nachher noch mal in 10 Minuten könnt auf Ihre Fragen eingehen und hoffentlich alle klären.
Geschätzte Damen und Herren, willkommen zurück zu der Fragerunde. Wir haben rund 30 Fragen. Wir versuchen, die so umfassend wie möglich zu beantworten. Dort, wo wir müssen die Rückfragen halten müssen, extern, würden wir Sie nachher per E-Mail kontaktieren. Ihre Fragen sind in dem Sinn nicht verloren, sondern sind bei uns erhalten. Und wir könnten die, wenn etwas sich nicht beantworten lässt, im Nachgang mit Ihnen individuell klären. Wenn Sie nach dem Webinar Fragen haben, schreiben Sie uns ein E-Mail, der Selin Lederach oder mir, rufen Sie uns an. Wir versuchen das dann unkompliziert mit Ihnen zu klären und zu beantworten. Wir haben eine erste Frage im Chat, dass neben der Ausbildung von Lernenden oder dass neben der Ausbildung Produktion wichtig ist und darum die Zeit für die Ausbildung könnte vergessen gehen. Ob es Richtlinien gibt, wie viel Zeit dass man soll für die Ausbildung zur Verfügung stellen soll, so Richtlinien gibt es nicht. Das ist so ein Abwägen wahrscheinlich, aber uns ist bewusst, es ist für Sie auch immer schwierig, sich in der heutigen Zeit die nötige Zeit zum Ausbilden zu nehmen. Es tut mir leid, ich kann da nicht mehr Dokumente oder Ihnen nichts Konkretes mit auf den Weg geben. Dann eine Frage zu dem QV-Vorbereitungskurs. Der QV-Vorbereitungskurs, der dient nicht mehr als Vorbereitung auf die IPA, sondern als Vorbereitung auf die VPA und wird dementsprechend vor dem 7. Semester stattfinden. Wir haben den Zeitpunkt noch nicht genau, wir müssen mal schauen, wie wir mit der UK und mit den Blockwochen der Schule sicher aneinander vorbeikommen. Es wird für den vorgezogenen Prüfungsteil sicher zu gegebener Zeit eine Nullnummer geben. Für die Lernenden, die sie im Vorbereitungskurs trainieren. Die Nullnummer wird aber auch Prüfungsexperten dienen für die Schulung. Und die Nullnummer werden wir sicher auch brauchen, für Sie als Berufsbildnerin, als vorgesetzte Fachkraft, für Sie als gedankliche Vorbereitung auf das QV. Es ist ja so, das ist eine Frage, die später dann noch kommt, es sind verschiedene Ausbildungssequenzen geplant vor dem QV. Es gibt eine verpflichtende Ausbildung für Expertinnen und Experten. Es gibt das Gleiche aber auch für vorgesetzte Fachkräfte. Also wir werden Sie vor dem QV ausführlich darüber informieren, was kommt auf Sie zu, wann kommt es auf Sie zu, was müssen Sie machen. Wir werden das illustrieren mit praktischen Beispielen. Auch da haben wir Erfahrung aus den anderen Berufen und das funktioniert in dem Sinn sehr gut. Die Frage zu der Sprachkompetenz Französisch, warum das die vernachlässigt wird, wenn doch in der Bildungskompetenz bzw. in der Handlungskompetenz eh festgelegt wird, dass man Text auf Verständlichkeit muss prüfen. Das bezieht sich, wenn Sie den Handlungskompetenzbereich anschauen, auf die regionale Landessprache. Das ist so das Kunstwort, das uns das SBFI aufgezwungen hat. Die regionale Landessprache bedeutet, dass das in der Regel Deutsch ist oder in der Romandie dann Französisch. Aber da geht es nicht darum, Text in einer Fremdsprache zu prüfen. Dann die Frage nach neuen Schulfächern, weil das Französisch wegfällt. Da gibt es selbstverständlich neue Kompetenzen, die auf die Lernenden zukommen, im Bereich von neuen Medien, im Bereich Marketing und Kommunikation, im Bereich von Film und was da alles so ein bisschen unter dem Titel neue Medien subsumiert wird. Da gibt es Schulfächer zu dem Thema und ich habe es erwähnt, es gibt eben auch UK-Inhalte zu all diesen Themen. Denn die UK in der Schulferie dürften auch 5 Tage dauern, zum Beispiel UK 1 und 2. Das dürfen sie nicht. Die Bildungsverordnung ist das rechtssetzende Dokument und schreibt vor, dass die UK 4 Tage dauert. Wir können auch nicht zuverlässig davon ausgehen, dass eine UK immer könnte in der Ferien geplant werden. Und dann haben wir sofort einen Konflikt mit den Berufsfachschultagen. Grundsätzlich bestehen Kantone darauf, dass man möglichst keine Schultage mit einem UK konkurrenzieren oder belegen. Das heisst, es ist immer so ein bisschen ein Jonglieren, dass man den Schultag und den UK-Tag miteinander vorbei mag und die kann organisieren. Die Frage nach der BMS, die ist in dem Sinn geklärt. Also die neue Ausbildung ermöglicht wie bisher den Besuch von der BMS. Da gibt es in dem Sinn keine Veränderung.
Projektwochen in den Schulen. Es gibt jetzt schon verschiedene Schulen, die Projektwochen haben. Die Projektwochen werden ersetzt durch die sogenannten Blockwochen. Inhaltlich wird das sehr ähnlich sein. Da gibt es Beispiel Luzern, wo immer wieder Projekte erarbeitet, aber auch andere Schulen, die da ganz aktiv sind mit Projektwochen oder Projekttage neu. Haben wir einfach auch nationale Vereinheitlichung, dass alle ein bisschen ähnlich mit dem Thema Blockwochen umgehen. Dann eine Frage zu der Aufstückelung der UK. Wir können es im Moment nicht sagen, wie die Aufstückelung konkret aussieht. Grundsätzlich sagt uns aber der Gesetzgeber, wenn man ein UK benotet, muss ein UK mindestens 2 zusammenhängende Tage dauern. Das heisst, es gibt keinen Einzeltag. Wie erwähnt, das ist manchmal eine schwierige Organisation, wenn man gerade das erste Lehrjahr anschaut und den Polygraph dann vielleicht irgendwie Montag, Dienstag UK hat und vielleicht noch am Mittwoch einen halben Tag BMS im dümmsten Fall, dann wird es schwierig, um 2 zusammenhängende Tage zu organisieren. Aber das ist selbstverständlich das Ziel. Dann die Frage, Fachkraft, ist das ein gelernter Polygraph oder gibt es die Möglichkeit für Quereinsteiger? Da kann ich an die Bildungsverordnung verweisen. BIVO regelt das relativ am Anfang klar, was die Anforderungen sind für Quereinsteiger, die im Beruf arbeiten. Ich behafte sie mir nicht, ich habe es nicht auswendig wirklich im Kopf. Ich glaube, es sind 5 Jahre, wo man im Beruf, oder 4 mindestens, nein 5, wo man muss im Beruf geschafft haben, damit ein Quereinsteiger auch als Fachkraft gilt. Eine Frage zu der Höchstzahl der Lernenden. Im Moment ist es so, dass sie mit dem 100% Angestellten, also mit einer 100% Fachkraft, einen Lernenden können anstellen. Wenn Sie dann einen zweiten Lernenden anstellen, braucht das wieder mindestens 2x 70%, wo Sie dann könnten, oder im Idealfall 100% einen Lernenden anstellen. In der Regel gilt bei allen Berufen eine 1-zu-1 Abdeckung. Aber schauen Sie nach, in der BIVO ist das relativ deutlich geregelt. Dann die Frage nach Wissen, das sich verändert hat, die Anforderungen, die sich verändert hat für Berufsbildner. Die Frage nach Kurs. Wir sind konkret dran, so Kurs anzudenken. Es hat früher das Konzept gegeben, das hat Mini-UK geheissen. Ist vielleicht nicht der attraktivste Name. Vielleicht muss man dem Kind einen anderen Namen geben. Das Interesse war dann relativ gering gewesen irgendwann. Wir werden aber so ein Angebot auf jeden Fall organisieren. Haben schon konkrete Vorstellungen, beispielsweise mit einem Ausbildungsangebot zum Thema Film erstellen, Filmschnitt, Film kalkulieren, mit verschiedenen Komponenten auf ein paar Tage ausgerichtet. Und da wird es auch zu anderen Inhalten wird's kleine Kurssequenzen geben, wo wir schauen müssen, wie wir es organisieren. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, etwas über Webinar zu organisieren, sodass wir Ihnen da etwas anbieten können, das Sie weiterbringt. Dann die Frage zu der Einführung in die Thematik Pflichtenheft und Lerndokumentation. Da kann ich eigentlich nur an die kantonalen Kurse für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner verweisen. Das sind allgemeine Themen, die in jedem Beruf identisch gehandhabt werden. Das gehören Sie in der Regel im Rahmen dieser Ausbildung mit den Pflichten und mit der Verantwortung, die Sie haben, mit den Semestergesprächen, die Sie verpflichtend führen müssen. Mit der Lerndoku. Sie finden, der Peter Wiesler hat es Ihnen gesagt, beides im SEFIR. Wenn Sie sich als Berufsbildnerin oder als Berufsbildner im SEFIR anmelden, haben Sie die beiden Bereiche. Sie können das Dossier nachher elektronisch führen und ist in der Regel dann auch selbsterklärend. Dann nochmal die Frage zu der UK an 4 Tagen hintereinander. Ich glaube, das ist beantwortet. Das ist einfach aufgrund der Aufteilung der Schultage meistens nicht möglich. Es kann mal sein, wenn man dann an einem Standort, an einem Montag den Schultag hat, dass man kann vom Dienstag bis am Freitag ein UK planen. Aber es ist im Moment noch schwierig, da Prognosen abzugeben. Dann jemand, der im Bereich Screen, Webshop, Web, digitale Medien keine oder wenig Arbeiten hat, wie kann man dort etwas mitgeben?
Sie müssen das nicht zwingen. Sie werden sehen, wie der Bildungsplan aufgebaut ist. Das sind Themen, die ganz primär am Lernort Berufsfachschule und UK stattfinden. So, dass Sie können, wie ich das schon erwähnt habe, wenn Sie heute eine Polygraphin oder einen Polygraph richtig Print ausbildet, können Sie das auch in Zukunft machen und können am Schluss mit einer printlastigen IPA abschliessen. Konkretes Beispiel für eine IPA, das haben wir noch nicht. Das werden wir mit ein paar Mustern entwickeln. Wir haben das für den Interactive Media Designer auch gemacht, wo Sie so ein paar Muster haben, wo Sie auch können trainieren nachher mit dem Lernenden, mit den Lernenden vor dem QV. Kundenkampagne lancieren kann ich mir gut vorstellen, oder das mindestens ein Teil ist. Vielleicht ist eine ganze Kampagne zeitlich ein bisschen viel in diesen 30 oder 40 bis 50 Stunden, die die IPA dauern zum Leisten. Vielleicht kann man einzelne Positionen daraus nehmen. Vielleicht kann man einen Wiederholauftrag nehmen, den Sie schon mal im Betrieb hatten. Oder Sie können auch mal etwas Fiktives entwickeln. Da gibt es quer durch die Bildungslandschaft sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Die Rolle vom Webdesign ist, glaube ich, erklärt. Die ist vor allem im Moment, findet die statt auf der Ebene Berufsfachschule und UK. Und vielleicht in einer zukünftigen Revision kann man sich dann auch darüber unterhalten, wie fest ist das Thema etabliert im Bereich der Betrieb und dann vielleicht in dem Lernortbetrieb auch das Thema ausbauen. Die IPA ist richtig, die findet im Betrieb statt, als praktische Arbeit, und die VPA an der Schule. Der Prüfungsteil, Berufskenntnis, das ist die schriftliche Theorieprüfung, wird auch zentral am WIS Campus in Aarau als schulische Wissensprüfung absolviert. Marketing und Kommunikation im Klartext. Beispiel. Sie sehen die Formulierung nachher, wenn Sie den Bildungsplan anschauen und insbesondere, wenn Sie sich mit dem Rahmenlehrplan auseinandersetzen, auch was die Lerninhalte sind von der Schule, und können sich dort auch ein konkretes Beispiel machen oder ein konkretes Bild davon machen, was Marketing und Kommunikation bedeutet. Die verschwimmenden Grenzen zwischen dem Polygraph, dem IMD und dem Mediamatiker. Ich glaube, die Grenzen gibt es schon noch. Die Grenzen gibt es noch, wenn man den Polygraph anschaut. Dokumentenerstellung, Typografie ist ganz wichtig nach wie vor. Bildbearbeitung, Dokumentenpflege in der Tiefe. Das macht weder der IMD noch der Mediamatiker. Der IMD ist nicht im Printbereich tätig. Der ist ganz klar nur gestaltend und nicht programmierend tätig und macht das nur im Screen-Bereich. Und der Mediamatiker ist ein Generalist. Er ist überall ein bisschen daheim, er ist aber nirgends in der Tiefe daheim. Man merkt das, wenn man die Rahmenlehrpläne anschaut und auch die Lektionentafel studiert, dann sieht man sehr schnell, wo die Unterschiede liegen und wo die Kernkompetenzen von diesen drei Berufen, die hier erwähnt sind, in der Tiefe liegen. Wir könnten auch noch den Grafiker dazu nehmen, der sicher mit der Revision, die er im Moment drinsteckt, auch eine neue Rolle überkommt, wo aber auch ein gestaltender Beruf wird bleiben. Dann Details zu der IPA. Wie gesagt, wir können noch nicht viel dazu sagen, was Sie einreichen müssen. Aber ich verspreche Ihnen, im Rahmen der Schulung für vorgesetzte Fachkräfte werden Sie mit konkreten bzw. fiktiven, aber handfesten Übungen konfrontiert und werden sehen, was kann man einreichen, wie muss ich sie einreichen, was ist der Inhalt. Wie gesagt, das entsteht erst noch. Die IPA, die werden wir die Rahmenbedingungen jetzt in den nächsten ungefähr anderthalb Jahren entwickeln und dann irgendwo 2025, kurz oder nicht so kurz, aber doch vor dem ersten QV, wird es eine Schulung geben für Sie als vorgesetzte Fachkraft, für Experten, Chefexperten, und es gibt wahrscheinlich dann auch in einer ersten Runde mindestens einen Informationsanlass für die Lernenden. Dann nochmal eine Aufteilung oder eine Frage zu der nötigen Anzahl Fachkräfte für die Polygraphenausbildung. Mit einem Berufsbild noch 100% und einem Angestellten 70% ritzen Sie natürlich im Moment die Rahmenbedingungen der heute geltenden BIVO.
Da empfehle ich unbedingt das Gespräch früh mit den kantonalen Berufsbildungsämtern zu suchen. Ich erlebe sehr oft, dass man da gute Kompromisse erzielt und mit den kantonalen Berufsbildungsämtern zu guten Lösungen kommt. Nochmal die Frage zu Beispiel für die IPA. Wie gesagt, die gibt es noch nicht, die werden wir aber aufschalten und Ihnen zur Verfügung stellen, auch im Rahmen der Informationsveranstaltungen vor dem QV. Wie früh, dass eine Schule so Blocktage oder Blockwochen anmeldet, können wir nicht festlegen. Ich gehe aber davon aus, dass Sie relativ früh die Informationen überkommen, weil die Schulen sind sehr früh ja dran mit der Lektionenplanung und mit der Jahresplanung. Und ich gehe davon aus, ohne dass ich jetzt irgendwo hoffentlich in einer Schule ins Gärtchen trample, dass Sie wahrscheinlich fast zu Beginn eines Lehrjahres jeweils schon die Information haben, wenn dass die Blockwochen oder die Blocktage, die man auch machen könnte, geplant sind. Also ich gehe nicht davon aus, dass das eine wahnsinnige Kurzfristigkeit gibt. Wir haben ja so Themen beim heutigen Polygraph auch schon, wo die Schulen relativ klar und früh kommunizieren. Im ersten Ausbildungsjahr, wann ist der Lernende bei Ihnen im Betrieb und wann ist er in der Schule und wann haben Sie Projektwochen. Die Aufgabenstellung der IPA, die definiert sich idealerweise an einem aktuellen Auftrag. Ja, ich verstehe, dass man Angst hat, eine würdige Arbeit im geforderten Zeitraum zu finden. Wir haben einfach die Erfahrung von den Interactive Media Designer, die haben eine IPA-Dauer von 120 Stunden, also fast doppelt so viel wie ein Polygraph. Und da staune ich, was für Arbeiten, und zwar konkrete Arbeiten, dass da entstehen. Also es scheint möglich zu sein, ich höre das auch von anderen Berufen, die ähnliche Kurzfristigkeiten haben wie unsere Branche, dass das durchaus möglich ist, eine Arbeit zu finden. Und sonst, wie gesagt, können Sie auch immer ausweichen auf einen Wiederholauftrag oder dann allenfalls auf etwas Fiktives, das Sie erstellen. Sie können auch aus mehreren Aufträgen Komponenten kombinieren, auch das geht, oder? Beispielsweise das Thema Bildbearbeitung, das Sie aus einem Auftrag herausnehmen, weil es dort gerade eine aktuelle Aufgabe hat zum Lösen. Das Thema Typografie, Layout aus einem anderen Auftrag. Und dann haben Sie vielleicht noch irgendeinen dritten Bereich, den Sie möchten prüfen an dieser IPA und dort einen dritten Auftrag nehmen. Auch das ist problemlos möglich, wird teilweise auch heute schon beim Interactive Media Designer so gemacht. Dann ja, nochmal die Frage zum GVK-Jahr. Das GVK-Jahr ist so, das haben wir ganz einleitend schon gesehen. Das wäre auch in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr möglich gewesen. Also man hätte in der ganzen Schweiz 4,5111 müssen machen mit den Schultagen. Und das hat einfach bei einer grossen Mehrheit. Und wir haben doch etwa 150 Betriebe, wo die Umfrage dann mitgemacht haben, hat das keine Mehrheit gefunden und hat keinen Anklang gefunden und aus dem Grund der Wechsel. Es gibt auch Überlegungen aus dem Bereich Methodik, Didaktik und Pädagogik. Ist es sinnvoll, dass man das erste Lehrjahr so intensiv gestaltet? Auch da gibt es Hinweise aus der Reihe der Fachleute zu diesen Themen, die das ein bisschen bezweifeln. Ich glaube, die neue Lösung, ich weiss, es ist im ersten Moment für die einen ein Wermutstropfen, aber ich habe den Eindruck, das wird sich relativ schnell etablieren. Dann der Besuch von der BM. Wie gesagt, da gibt es gegenüber heute keinen Unterschied. Das ist nach wie vor machbar. Dann die Frage nach PowerPoint. Es ist so, wir werden in einem Bildungsplan nie konkret über eine Software reden. Sie finden im Bildungsplan auch keinen Hinweis auf Adobe-Produkte. Warum machen wir das nicht? Wir machen das nicht, weil uns das wahnsinnig einschränkt. Wir wissen nicht, was uns Affinity beispielsweise in den nächsten Jahren bereitet oder einen anderen Player, den man nicht kennt. Das SBFI verlangt ganz klar, dass wir relativ neutrale Verordnungen haben, die im Idealfall sehr lang können im Einsatz bleiben, ohne dass wir irgendwo Korrekturen machen, weil man allzu spezifisch ein Tool oder eine Software oder ein Produkt erwähnt, das man beherrschen sollte.
Wir reden lieber über Kompetenzen und das ist auch die Aufgabe grundsätzlich von der Kompetenzorientierung und die sind formuliert und wenn eine von diesen Kompetenzen dann heisst, eine Präsentation erstellen und das bevorzugte Tool für Präsentationen ist wie in dieser Frage PowerPoint, dann kann man das machen und ich kann Ihnen sagen, dass wir das Thema von den ganzen Bordmitteln, die Office mit sich bringt, auch diskutieren, auch im UK, werden vermehrt anschauen. Also das ist sicher eine Veränderung gegenüber heute. Die Frage nach den Sanktionen konkret, ich kann Ihnen kein Beispiel geben. Ich weiss einfach, dass es schon Diskussionen gegeben hat, wenn es zu Lehrvertragsauflösungen gekommen ist, wo beispielsweise Semesterberichte gefehlt haben und man ohne schriftliche Dokumentation auf der Seite des Betriebs den Lehrvertrag auflösen wollte, weil man nicht zufrieden war mit dem Lernenden. Und dann wird es für den Kanton schwierig, das nachzuvollziehen, für den Berufsinspektor oder die Berufsinspektorin. Und ja, dann glaube ich, dann entscheidet man im Zweifelsfall für den Lernenden. Und ich denke, für sie ist es wichtig, auch als Erfolgskontrolle, dass sie nochmal mit den Lernenden einfach Ende Semester reflektieren, was ist die letzten paar Wochen gegangen. Und auch die Lern- oder die Leistungsdokumentation anschauen, die die Jugendlichen machen, mit ihnen besprechen. Was hast du da dokumentiert? Ah, du hast etwas gelernt. Im Photoshop ist dir etwas aufgefallen. Ja, ich habe gesehen, da hast du vielleicht jetzt in dieser Lerndoku, da könntest du noch ein bisschen mehr auf das Thema eingehen. Das habe ich noch vermisst. Also so Gespräche, die bringen auch ihrem Lernenden etwas. Die bringen den Lernenden weiter im Sinne von einem Feedback. Dann, wie wird die englische Sprache integriert? Die englische Sprache wird integriert, Barbara fragt das, wie ganz konkret an einem Leistungsziel tut man das anknüpfen, beispielsweise Recherche in englischer Sprache. Also es gibt nicht mehr einen Handlungskompetenzbereich Englisch, sondern es ist immer mit einem Leistungsziel verknüpft. Dann die Frage nach einem eigenen MacBook. Bring your own device. Auch das ist ein Thema, das wir nicht beeinflussen können im Verband. Also bring your own device ist ein Thema der Schule. Vielleicht nicht zwingend das Thema vom Geld sparen, weil bring your own device nicht zwingend günstiger wird für eine Schule, weil man einfach in die begleitende Infrastruktur, Netzwerke etc. muss investieren. Ich gehe davon aus, und ich höre das von der Schule, dass Bring Your Own Device wird das Thema bleiben in allen Berufen. Also auch, wenn man werbliche Berufsfachschulen anschaut, nehmen Sie das Beispiel, wir kennen die Chur, wo der Polygraph daheim ist, wir kennen die Weinfelder, wo auch andere Berufe wie Automobilberufe, wie Holzberufe einen Computer mitbringen. Ich gehe davon aus, dass das weiterhin ein Thema wird sein. Dann nochmal eine Frage zum Screen-Bereich. Im Screen-Bereich wird es so sein, dass man den Lernenden einfach will das Verständnis zeigen für Programmiersprache und Schwierigkeiten, die das mitbringen kann. Ein Lernender muss nicht zwingend können eine Webseite selber programmieren. Wenn das für Sie ein Thema ist, wenn WordPress für Sie ein Thema ist im Betrieb, können Sie das ausbilden. Dem steht nichts im Weg, aber es ist nicht zwingend nötig. BMS neu vierjährig, ob die möglich wird sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn das GVK-Jahr nicht mehr da ist, aber auch da klären Sie das mit der lokalen Schule und mit dem Kanton. Da kommen Sie sicher Auskunft über zum Thema BMS. Das Thema Zentralisierung, das ist ein politisches Thema. Da kann man auch nichts mehr entscheiden. Das ist ein verbandspolitischer Entscheid, den die Mitglieder vom WISCOM getroffen haben. In dem Sinn, die Zentralisierung, die ist so beschlossen, die müssen wir umsetzen als Entscheid der Mitglieder. Da können wir auch nicht mehr in irgendeiner Form darüber diskutieren. Dann neue Wissenskompetenzen, Musikfilm, Adobe Creative Suite, das Wissen von anderen Anbietern. Wir können das zu wenig steuern. Wie gesagt, wir werden auf der Ebene vom Bildungsplan keine konkrete Software hinschreiben. Ich kann wieder den Link machen zum UK, wo durchaus auch Affinity ein Thema ist.
Die UKAS sind komplett ausgestattet mit Affinity. Ich weiss, dass einzelne Schulen auch mit dem arbeiten. Sie haben hier die totale Methodenfreiheit im Betrieb. Sie können machen, was Sie wollen. Sie können mit Affinity, Sie können mit der Creative Suite arbeiten. Das ist Ihnen überlassen. Sie haben die Freiheiten. Wird in dem Sinne auch nicht in der Tiefe geprüft, sondern man prüft ja das Endprodukt. Dann, welche Rolle spielt der Betrieb bei der IPA? Ja, der Betrieb kommt natürlich in der IPA komplett andere Rollen überall als bisher. Also bisher ist ein Gouverneur gekommen, zusammen mit dem, oder eine CD oder ein Stick, zusammen mit dem Experten am ersten Kaufalltag. Das ist nicht mehr der Fall. Da ist natürlich, wenn ich das erwähnt habe, da sind Sie gefordert, Sie definieren das Produkt, definieren, aber Sie bewerten auch. Also Ihre Rolle als Berufsbildnerin ist in dem Sinn eine neue, weil Sie eine Bewertung machen oder einen Bewertungsvorschlag, und Sie sehen das auch, wenn Sie die Unterlagen dann im Detail studieren, die wir vor dem Kauf auch für Sie zusammenstellen, dann ist es ein Bewertungsvorschlag, und die Bewertung wird nachher mit dem Expertenteam besprochen, und dann tut man die Definitivnote festsetzen. Gibt es immer noch eine Vertiefungsarbeit? Das ist ein Thema von der Berufsfachschule. Dazu kann ich nichts sagen, aber ich gehe davon aus, dass das weiterhin im Rahmen des allgemeinbildenden Unterrichts eine Komponente sein wird. Zu der BM, vierjährig und jetzt zwingend dreijährig. Wie gesagt, nehmen Sie mit den Kantonen Kontakt auf. Ich gehe davon aus, es ist beides möglich, aber da können Kantone Ihnen sicher mehr Auskunft dazugeben. Englisch. Da wird man nicht auf ein Zertifikat herlernen, also Sie werden nicht irgendwie Proficiency oder irgendetwas abschliessen, sondern es ist ein Fachenglisch, es geht vor allem darum, oder stellen Sie sich vor, Sie recherchieren das technische Thema in einer Spezialsoftware, und wir haben so Betriebe angetroffen, die unsere Situation auch geschildert haben im Rahmen der 5-Jahres-Überprüfung. So ein Programm, wo ganz spezifisch für eine spezifische Maschine angeboten wird, und Sie haben das Problem und Sie müssen in dieser Dokumentation von dieser Maschine etwas nachlesen, oder Sie müssen im Internet schon mal grundsätzlich suchen, finde ich irgendwo eine Dokumentation zu dieser Maschine, und das alles gibt es nur in Englisch. Dann sind Sie darauf angewiesen, dass Sie so ein bisschen sich in dieser Sprache zurechtfinden und wissen, um was es geht, und das ist das, was die Schulen mitgeben, dass es wird nicht ein Abfragen von Wörtern geben und auch nicht ein Auswendiglernen von Wörtern, wie Sie das aus dem klassischen Sprachunterricht kennen. Denn Bring Your Own Device, werden sich die Lehrer auch ein wenig besser auf beiden Betriebssystemen auskennen, weil die Lehrtochter mit einem Windows-PC kommt. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wir haben auf die Berufsfachschulen keinen Einfluss und auf die Lehrpersonen schon gar nicht. Das ist ein schulisches Thema. Das müssten Sie dort deponieren, bei den Schulen. Da können wir nicht irgendwie eine Auskunft dazu geben. Wäre es nicht sinnvoller, die IPA für alle gleich zu machen, dann ist es eben kein IPA mehr, dann ist es eine VPA wieder, eine vorgegebene Arbeit. Und das ist die Schwierigkeit, die wir heute haben, wo uns auch Betrieb zurückmeldet. Sie kennen den Teufelskreis, wo man drinsteckt. Wir haben Lernende, die sehr, sehr stark im gestaltenden Bereich unterwegs sind, die dementsprechend anders ausgebildet sind als Lernende, die vielleicht eher nur Datenmanagement machen. Wir haben dritte Lernende, die sehr stark im Webbereich unterwegs sind. Und das alles in Zukunft noch unter einen Hut zu bringen, ist praktisch unmöglich. Und wir sind heute mit dem System, das wir haben, mit dieser vorgegebenen Prüfungsarbeit, schlicht und ergreifend am Limit. Also es wird nicht mehr gehen. Wir sind jetzt schon, und eben, ich habe es gesagt, es gibt glühende Befürworter und es gibt Leute, die mir nach jedem Kauf auch ein Mail schreiben, was für ein Blödsinn, dass wir da wieder verbrochen haben mit dem 40-seitigen Dokument, das man durchlesen muss. Und es ist ganz klar ein Hinweis, es gibt da einfach eine Schwierigkeit, die man lösen musste. Und darum die IPA, die eben individuell ist, und darum aber auch die VPA, die wir vorziehen im siebten Semester, wo Sie dann eben
mindestens wissen, wenn ein Lernender oder ein Ausgelernter zu Ihnen kommt nach dem QV, der hätte die Hürde einmal müssen überspringen. Ich habe 40 Fragen durchbearbeitet von Ihnen. Im Chat sehe ich auch nichts mehr. Ich möchte Ihnen danken für das Interesse an der Revision. Es ist sicher nicht das letzte Mal, wo wir Ihnen in dem Sinn Auskunft erteilt haben über die Prüfe. Und wenn Sie noch Fragen haben, wie gesagt, melden Sie sich nachträglich. Ich sehe, es tröpfelt noch ein, zwei Sachen rein. Wir werden das im Nachgang mit Ihnen per Telefon oder per E-Mail klären. Besuchen Sie die Webseite wiscom.ch, Grundbildung, Tools für die Ausbildung. Dort finden Sie die Aufzeichnung von dem Webinar. Dort finden Sie, wie das der Peter Wissler gesagt hat, sehr viele Dokumente, die wir in den nächsten Wochen aufschalten, wo Ihnen so ein bisschen einen Überblick geben über das, was gefordert ist in dem Polygraph. In dem Sinn, besten Dank fürs Interesse und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.